Letztens habe ich euch ein Video präsentiert mit ja, Sprache, wie schwierig die Sprache hier sein kann. Und jetzt machen wir mal was anderes, nämlich den sprachlichen Umgang miteinander hier, wie der normalerweise stattfindet und auch so ein paar andere Sachen, was Wording betrifft. Wie läuft das hier eigentlich? Nun, fangen wir mal damit an, dass ich ja oft in meinen Videos das Wort Neger benutze und manche sagen natürlich, hey, spinnst du? Ja. Andere sagen mir, es ist ein Wunder, dass ich noch nicht von der Plattform YouTube verschwunden bin. Mein Telegram-Kanal funktioniert ja gar nicht mehr. Ja. Ich habe hier mal nachgefragt, also Tansania hat gesagt, sie haben es nicht gesperrt. Was der jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ob ich jemals da wieder reinkomme, weiß ich nicht. Ich habe es mit allem versucht, mit VPN-Zugang, mit Proxy. Aber ich werde demnächst mal Hilfe erhalten in der Richtung. Vielleicht gibt es jemanden, der das kann. Gut, und noch weiter möchte ich mich bei Thomas Bauer mal wieder bedanken. Lieber Thomas, herzlichen Dank. Es ist wirklich schon, ich glaube, ein Dauerauftrag, den du da hast. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Gut. Dann, was will ich euch sagen? Ja, also das Wort Neger haben wir ja angesprochen schon. Was heißt Neger? Woher kommt das eigentlich? Also Neger kommt ja aus dem afrikanischen Bereich selber und heißt Niger. Oder kommt auch vom Niger. Niger ist ein Land, Niger ist ein Fluss. Und das schwarze Fluss, Niger, das schwarze Land, Niger. Und Nigeria heißt auch nichts anderes als von Schwarzen. So, also man bezeichnet die eigene Hautfarbe. Schwarzafrika kennt er, ja, Schwarzafrika hier. Man bezeichnet die eigene Hautfarbe als schwarz. Und hier in Tansania, ich habe das schon oft gesagt, bezeichnen sich die Leute selber nicht als Neger, sondern tatsächlich als Nigger. Die sagen zu sich selber Nigger. Mit einem G. Und von daher ist das hier in Tansania kein Schimpfbegriff, wie es in wohl anderen Ländern so ist. Aber ich meine, es gibt Länder, die jedes Wort kaputt machen, ja, und jetzt noch so nett gemeint ist. Ich warte darauf, dass irgendwann das Wort Gott, Liebe oder Jesus verhunzt wird von irgendwelchen Idioten, die meinen, dass sie Wörter verändern können. So, hier selber wir als weiße Menschen, manche sagen, das heißt weiß, wir werden als Mzungu bezeichnet. Die einen sagen, das heißt Ausländer, die anderen sagen, das heißt Weißer, die nächsten sagen, das heißt Europäer. Was heißt es eigentlich wirklich? Mzungu kommt von dem Wort Kuzungu. Und Kuzungu oder Kuzunguka heißt eigentlich der oder im Drehen, also der Drehende im Drehen, also irgendeiner, der rumreist, ein Rumreisender. Das heißt, wenn man es genau, ganz genau übersetzen würde, kann man sagen, der Reisende. Also Mzungu ist ein Reisender. Ja, du kannst natürlich als Ausländer, das passt auch ganz gut. Und es gibt dann auch viele, ja, auf der Suche nach diesem Wort habe ich viele Bereiche gesehen, da wo es dann hieß, ja, ja, Moment mal, das sind nur europäische Ausländer gemeint und das stimmt auch nicht. Also die Inder, die hier kommen, die Japaner, die Chinesen, alles sind hier Mzungu, werden so bezeichnet. So, und weder das Wort Neger noch Mzungu wird hier in irgendeiner Form negativ verwendet. Sollte es negativ gemeint sein, liegt es am Ton der Aussprache. Das würde man dann merken, aber ich habe noch keinen gehabt, der hier das eine oder andere negativ ausspricht. So, wie geht man hier miteinander um? Also am meisten fällt es mir auf, wenn ein Mensch eine Beschwerde hat. Ich meine, du kannst natürlich gegen Beschwerden vorgehen, indem du im Vorfeld schon ja, dafür sorgst, dass es überhaupt keine Beschwerden gibt. Und dazu muss man einiges wissen hier. Ja, du musst viele Sachen im Vorfeld absprechen. Die meisten Streitigkeiten zwischen uns, Mzungu oder Wasungu, und den Einheimischen liegen oft im Preis oder in einem Missverständnis, was zum Beispiel die Qualität, Leistung oder sowas betrifft. Deshalb muss man eins sich immer einprägen. Dumme Fragen sind in Masse erlaubt.
Du kannst so viele dumme Fragen stellen, wie du willst. Was meine ich damit? Du gehst zum Beispiel irgendwo hin und sagst, du pass mal auf, ich möchte nach, von hier nach da. Was kostet das? Und dann sagt dir halt einer, ja, das kostet 10.000 Schilling. Du bist damit einverstanden und ihr fahrt los. So, jetzt fällt dir aber ein, dass du da noch auf der Bank stehen bleiben musst. Du brauchst irgendeinen Bankautomaten, du willst noch Geld abheben. So, du bleibst da stehen, holst Geld ab. Du fährst weiter. Oder ihr fahrt weiter. Ihr seid ja zu dritt im Auto. So, und dann kommt er da an. Und jetzt kommt der Fahrer und sagt, er möchte 30.000 Schilling haben. Und da sagst du, Moment mal. 10.000 Schilling waren abgemacht. Da sagt der Fahrer, ja. Aber 10.000 Schilling waren nur abgemacht pro Person. Davon wusstest du aber nichts. Wäre übrigens auch Betrug, aber von dem her abgesehen. Und dann ja, habe ich noch eine Wartezeit vor der Bank gehabt. Und deshalb will ich jetzt 30.000 Schilling. Im Prinzip ist es so, wenn ihr dem das nicht gibt, hat er auch wenig Chancen, das einzufordern. Also ihr werdet immer gewinnen, aber ihr habt natürlich Ärger. Das kann man also im Vorfeld, kann man dem Ganzen einfach ja, entgehen, wenn man weiß, okay, pass auf, du Fahrer, ich will von da nach da. Wenn du irgendwo eine Bank siehst, müssen wir noch stoppen und wir drei fahren mit. Was kostet das? Ja, 10.000. Und damit ist die Sache klar. Und da kann er dann später mit irgendwas anderem kommen. Ja? Also, oder was auch, ja, ihr müsst halt wirklich genaue Angaben machen zu allem. Ja? Zum Beispiel, du sagst jetzt, ich möchte so ein, weiß nicht, was nehmen wir, wo Batterie drin ist. Ich möchte einen Bartschneider. Ja, ich will einen Bartschneider haben, was kostet der? Ja, der kostet 50.000 Schilling. Okay, dann nehme ich den. Ja, alles klar. Du nimmst den Bartschneider und der verlangt 55.000 Schilling. Und du sagst, hey, Moment mal, 50 hast du gerade gesagt. Ja schon, aber die Batterie ist ja noch dabei. Also die ist eh in der Schachtel drin. Ja? Aber die ist noch dabei. Das ist eine Batterie. Batterie zahlst du extra. Und solche Sachen kann man im Vorfeld machen. Was kostet mich das Ganze komplett? Allein das Wort komplett. Njotte. Allein das reicht schon, dass der keine Grundlage mehr hat, dir irgendwas extra aufzubrummen. Oder du fragst, du, das ist ja ein Akku-Ding, ist da eine Batterie drin, ist der Akku damit drin oder muss ich einen mitkaufen? Also im Vorfeld genaue Angaben, genaue Fragen. Jedes Mal nachfragen, was kostet das, was kostet das, was kostet das? Du musst nichts kaufen dabei. Nur wir Deutschen sind es halt so gewohnt, dass man, ja, das ist einfach unhöflich hier, die Leute so nerven. Aber hier darfst du jeden nerven. Jeden Straßenhändler, der kommt, den kannst du nerven mit x Sachen. Ja? Und zum Beispiel, wenn du jetzt bei einem Straßenhändler unbedingt meinst, du musst so einen ganz günstigen USB-Stick kaufen, geh hin, lass dir seinen Namen geben, lass dir seine Telefonnummer geben, prüfe diese Telefonnummer sofort. Also am besten kaufst du keinen USB-Stick bei dem, aber wenn du das machen willst. So, und dann, wenn du zu Hause bist, steckst in deinen Computer, stell fest, dass der sowieso beschiss ist, weil eben diese, was ich, 64 GB in Wirklichkeit auf einmal nur 10 MB sind. So, und dann hast du eine Grundlage. Du musst auch im Vorfeld sagen, bist du sicher, dass der das hat, was da draufsteht? Bist du sicher, dass? Und der sagt ja, 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 und dann ist es gut. Und dann, am besten hört noch einer mit, ja, bei Straßenhändlern bist du ja selten allein. Und dann passt das, dann kannst du da was dagegen machen. Aber es ist tatsächlich so, im Vorfeld kann man ja sehr viele Dinge machen. Wenn so unvorhergesehene Dinge passieren, also du fährst jetzt mit einem Bajaji, das Bajaji hat auf einem platten Reifen, ewige Zeiten, ewiges Warten, bis der Reifen repariert ist und so weiter, und auf einmal kostet der Preis mehr. Weil es ist eine unvorhergesehene Situation und damit eine neue Situation und damit eine neue Preisberechnung. Also solche Sachen im Vorfeld, wie gesagt, immer alles erfragen und ganz genau. Nimm dir die Zeit. Die rechnen damit, dass wir Weißen keine Zeit haben. Wir sind immer, muss sofort, zack, zack, zack. Ja, ich habe Termine. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich habe Termine. Ja, ich werde erwartet am Strand um 14.13 Uhr und 10 Sekunden. Da kann ich jetzt nicht 10 Sekunden später kommen. Also, nimm dir die Zeit, wenn du hier bist in Tansania, das ist das Pole-Pole-Land, also das Langsam-Land. Nimm dir die Zeit, hier hast du alle Zeit der Welt. So, wenn du jetzt mit jemandem aber trotzdem
kommt es jetzt zu Beschwerden, ja? Jetzt hast du ein Problem. Und das sieht dann fast genauso aus wie dann dem Titelbild, den ihr bei diesem Video gesehen habt. Ja, könnt ihr nochmal reinschauen. Es gibt nur einen kleinen Fehler an diesem Titelbild. Der Schwarze am Tisch, der da sitzt, der Beamte, der hätte lachen sollen oder leicht lächeln. Ja, er schaut ein bisschen pikiert. Das wirst du hier gar nicht finden, weil die meisten wirklich einfach ruhig sind. Und genau das ist es. Es ist immer hier, auch bei Beschwerden. Du kommst weiter, glaub mir. Wenn du dich nicht beschwerst, wie ein Deutscher das gewohnt ist. In Deutschland funktioniert das. Auf den Tisch hauen und meine Rechte. Das funktioniert aber einfach nicht hier. Ja? Das klappt nicht. Das klappt zwar in kleinen Bereichen. Ja, wenn du in irgendeinem so einem Krämerladen drin bist und du wirst laut, dann sind die froh, wenn sie sich loshaben. Und dann kann es passieren, dass sie sagen, ja, geh, du brauchst gar nichts mehr bezahlen. Was ich übrigens auch nicht richtig finde. Aber bei Behörden, wenn du irgendwo irgendwas willst oder irgendwo dich beschweren willst, beim Vermieter, beim Hotel, mach das in Ruhe. Einfach mit ruhigem Ton und bring Argumente. Die Leute kapieren hier Argumente. Ja, nur mal als Beispiel. Du willst dir irgendwie irgendwas kaufen, ja, was hier eigentlich so nicht gibt. Ich sage jetzt mal irgend so ein spezielles iPhone von mir aus. Du willst das kaufen und du sagst dem Händler, okay, ich möchte das haben, ich bin Deutscher, ich will sofort. Und der sagt, nee, es tut mir leid, das dauert 2 Wochen. Und dann sagst du, ja, aber hallo, ich bin Deutscher, ich will sofort. Ja, wenn du mir einen Bonus gibst, wenn du mir was zahlst, ja, wenn du mir 500.000 Schilling gibst, ja, dann kann ich schneller machen. Ja, okay, dann gibst du ihm die 500.000 Schilling und denkst dir, oh, jetzt macht er schneller. Und dann sagt er dir, du musst halt Geduld haben, ja, also 2 Wochen wird schon dauern, nachdem du das bezahlt hast extra. Und jetzt kannst du dich beschweren, ja, jetzt kannst du richtig auf den Tisch schauen und sagen, hey, du Sinkel, du. Du kannst aber auch ganz ruhig bleiben und sagen, pass mal auf, das ist doch so. Und dann erklärst du ihm das Ganze andersrum, ja. Du willst von mir ein Brot kaufen und ich sage dir, das Brot kriegst du aber erst in 3 Tagen. Du hast aber jetzt Hunger. Und du sagst, ich zahle dir das Doppelte. Dafür kriege ich das Brot schneller. Und ich sage dir, ja, gib mir das Geld, du gibst mir das Geld und ich zahle es dir erst. Aber ich gebe dir das Brot trotzdem erst in 3 Tagen. Ist das gerecht? So, mit solchen Argumenten kommst du hier an. Weil du musst einfach mit einer bestimmten Denkweise rechnen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Ja? Nicht, dass die Leute alle dumm sind, sondern du musst einfach mit einer komischen Denkweise, ja? Ich kann es nicht anders ausdrücken, mit dem musst du einfach hier rechnen. Und das ist halt so. Ja? Und auch, du darfst... Es macht auch keinen Sinn, hier körperlich irgendwie was einzusetzen, also mit der Faust auf den Tisch hauen. Wenn du das zum Beispiel bei einer Behörde machst, ja, du haust jetzt mit der Faust auf den Tisch, ich will jetzt meine Jagdgenehmigung haben, ich bin berechtigt dazu. Das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass deine Jagdgenehmigung, ich habe den Fall jetzt erst bei jemandem gehabt, bei einem Engländer, der wurde immer wieder auf nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche, ja, der hat auf den Tisch gehauen, dann kommst du nächste Woche wieder. Was die nicht dazu gesagt haben, ist, wenn du dich dann beruhigt hast. Ja? Und dann kommt er halt wieder und haut wieder auf den Tisch. Also, er hat die Jagdgenehmigung nicht bekommen. Und seit einem halben Jahr ist er hinterher und jetzt braucht er sie nicht mehr, weil er aus dem Land ist. Aber das war so eine... Also, es hilft dir nichts, auf den Tisch zu hauen in irgendeiner Behörde. Es hilft dir auch nicht zu drohen. Wenn du hier mit einem Anwalt drohst, Privatmenschen, dein Vermieter, den kannst du mit Anwalt drohen. Ja? Der hüpft dann sofort, weil er Angst hat. Er sagt, du bist weiß, du kannst dann leisten, scheiße, ich habe Ärger. Aber wenn du jetzt an einer Behörde bist und dem mit Anwalt drohst, ja, dann lächeln die nur recht freundlich und sagen, ja, gerne. Soll ich dir noch einen empfehlen, weil ich kenne einen, der braucht viel Geld. Und ist genauso faul wie die anderen. Also das ist wirklich eine sehr schwierige Situation. Deshalb ruhig bleiben, normal mit den Leuten reden, geduldig vor allem bleiben. Was meine ich jetzt mit geduldig? Ja, wenn einer sagt zum Beispiel, du bist jetzt da, du willst dich über etwas beschweren, bei der Behörde wieder, und jetzt kommt derjenige, mit dem du reden musst, und der sagt, eine Minute. Nach einer Stunde kommt er wieder vorbei und sagt, ach ja, richtig, eine Minute.
Ich kann dir nur empfehlen, bleib ruhig dabei. Und beschwer dich dann nicht über den auch noch. Ja, das ist einfach, also Beschwerden sind hier sehr effektiv und möglich. Und die helfen auch, aber nur, wenn du es vorträgst wie ein Einheimischer. Nämlich mit Ruhe und mit Geduld. Das heißt, es dauert länger, aber du kommst ans Ziel. Bei einer Bum-Bum-Beschwerde, ja, geht es kürzer, aber du kommst nicht wirklich ans Ziel, wo du hin wolltest. Ja, was haben wir noch? Ach ja, noch was solltet ihr wissen beim sprachlichen Umgang. Wenn er mit jemandem spricht, egal ob jetzt in der Behörde, privat oder sonst irgendwo, und schaut, man sollte ja sowieso beim Sprechen immer den Leuten in die Augen schauen. Schaut dem Gegenüber in die Augen, vor allem dann, wenn er sagt, yes, yeah, yeah, ja, ja, mhm. Das heißt zwar nicht wie in Deutschland, leg mich am Arsch, das heißt aber, du laberst, ich höre dich labern und ja, ja, ich bestätige, dass ich labern höre, aber was du da sagst, habe ich keine Ahnung. Oder ich verstehe es nicht. Die Leute werden aber nicht sagen, hey, ich verstehe dich gerade nicht. Ey, was meinst du? Das werden die nicht machen. Sondern die geben dir einfach recht. Das ist aber in vielen anderen Ländern genauso. Nur man sollte das wissen, weil die Konzentration ist bei vielen Afrikanern, bei, ich sage jetzt mal, wichtigen Gesprächen, ja, sehr schnell weg. Du kannst dich hier stundenlang über einen Preis, den Preis einer Cognac-Flasche unterhalten, ja, eine Schnapsflasche. Du kannst dich hier stundenlang darüber unterhalten, dass gestern bei dir im Garten ein Igel durchgewandert ist. Du kannst dich stundenlang darüber unterhalten, wo es das Beste in Yamachoma, also den besten Grill gibt, wo es das beste Essen gibt. Stundenlang kannst du das machen. Da sind die voll konzentriert dabei. Aber wenn du einen komplizierten Vorgang benennst, ja, und bei Beschwerden wird es ja meistens kompliziert, dann schalten die Leute hier ganz schnell ab und die Konzentration lässt nach und du kriegst einfach diesen leeren Blick mit also eh heißt auch ja. Ja, und da musst du halt aufpassen. Gut, jetzt muss ich wieder schauen, ob ich was vergessen habe, weil ich habe ja meine Notizen. Achso, ja, was du auch nie verändern kannst, das sind noch zwei Sachen, was du nie verändern kannst, das ist die grundsätzliche Denkweise im Kopf. Die kannst du bei einzelnen Menschen vielleicht mal verändern, aber im Prinzip ist es drin. Ja, zum Beispiel, der Mzungu ist reich. Das kriegst du nicht raus. Ja, das kriegst du einfach nicht raus. Also, du könntest jetzt irgendwo einen offenen Fuß haben, wo der Knochen unten rausschaut. Irgendjemand, so ein Buschdoktor, hat den verbrannt, dass es nicht blutet. Du kannst dir keinen Arzt leisten. Du gehst an der Kneipe vorbei, du kannst dir nichts zu trinken leisten. Du trinkst das Wasser aus der Pfütze. Ganz egal, die Leute sehen das, sind aber immer noch der Meinung, du bist reich. Und hauen dich immer noch an. Hey, kannst du mir was geben, was leihen? Ja, leihen. Das ist drin. Dieses Grundwissen oder Grundpseudowissen, das ist bei den Leuten drin. Und das kriegst du ganz, ganz schwer oder gar nicht raus. Und bei jedem Gespräch musst du das im Hinterkopf haben, dass die so denken, die Menschen. Die wissen hier etwas, was nicht stimmen muss. Aber sie wissen es. Und wenn du verstehst, dass die immer das im Hinterkopf haben, verstehst du auch manche Reaktionen besser und kannst sie besser deuten. So, was war das Letzte noch? Ja, ja. Weil ja sowieso die Frage in den Kommentaren kommt, ja, darf man denn in Afrika gar nicht laut werden? Ich war da schon mal, da waren aber Leute, die haben geschrien. Natürlich kannst du hier laut werden, ist ja ganz klar. Jeder Afrikaner, der telefoniert, ist so laut, dass er im Nachbarort noch gehört wird. Das ist hier normal. Natürlich ist hier, Afrika ist laut, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und ja, wenn zum Beispiel, was darf auch laut sein? Ja, wenn zum Beispiel zwei Frauen sich streiten. Es gibt, glaube ich, in ganz Afrika, noch nicht mal die Schreikirchen sind lauter, als wenn zwei Frauen gegensätzlicher Meinung sind hier. Das ist ein Gequiekse und ein Gegackere, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und da kriegt jeder Mann, und glaub mir, auch das siehst du an den Augen, wenn du draußen irgendwo bist, du kommst an einem Haus vorbei und in diesem Haus streiten sich zwei Mädels. Wir gehen in Deckung.
Alle Männer gehen in Deckung. Die Frauen gehen grinsend vorbei. Aber die Männer gehen in Deckung. Da hat man Angst davor. Und die können schreien ohne Ende und die dürfen das wohl auch. Wenn jemand Hilfe braucht, kann er natürlich auch schreien. Und auch bei Begrüßungen aus der weiteren Entfernung, da darfst du ruhig auch mal laut rüberschreien. So, jetzt haben wir diesen sprachlichen Umgang zumindest im Ansatz geklärt, hoffe ich. Und ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Video. Alles Gute, ciao.